Ah, Fußball ist ein Drecksgeschäft, sage ich euch so, wie es ist. Ja. Darum müssen Köpfe rollen in der Hinsicht. I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it was the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again. Outside says so, herzlich willkommen zu einem Vlog. Nee, kein Vlog, es ist einfach nur ein Video. Wir reden heute einfach mal über die deutsche Nationalmannschaft und ihre Bacox-WM. Ich glaube, wir haben alle unsere Meinung. Wir sind alle, was heißt nicht, Bundestrainer. Aber ich glaube, sagen zu können, ich habe ein bisschen Ahnung oder Verstand vom Fußball und will einfach mal kundtun, was da falsch läuft. Ich will einfach mal meine Meinung dazu sagen. Punkt, fertig aus. Hier nicht wundern, das hier ist, hier wird gewischt oder wurde gewischt. Braune Pfeife, ja, sollten manche Nationalspieler vielleicht auch mal tun, damit sie mal ein bisschen entspannter sind. Wir fangen einfach mit Japan an. Erster Spieltag ist immer wichtig, gut in der WM zu starten. Man hat ja aber leider wenig mitbekommen, gegen wen wir spielen. Es ging ja vielmehr um ein anderes Thema und das war diese One-Love-Wende, wo es einfach für mich schon wieder so ein Thema ist. Ja, ein Statement setzen ist immer alles schön und gut. Und wenn man jetzt im Nachhinein drauf blickt, ist es einfach so, wo man sagt, man kann es natürlich immer machen und betiteln und machen und tun. Letztendlich, ob man damit was verändert, ja, wenn man mal ein Zeichen setzt, ja, weiß ich nicht, ob das gebracht hätte oder nicht. Verlieren das Spiel gegen Japan 2-1. Warum verlieren wir das? Ja, ich habe von den Medien nur gehört, One Love. Ich habe nichts über den Gegner erfahren, ja, oder gehört. Da war das Thema One Love, Binde, erstmal viel, viel wichtiger. Aber auf das Thema möchte ich gar nicht eingehen, weil es für mich falsch ist, beziehungsweise ich da auch nicht so drin check in der Materie. Natürlich weiß ich nicht, worum es geht, aber ich möchte das Thema gar nicht weiter betiteln. Ich möchte darauf eingehen, dass wir das Spiel 2-1 verloren haben und vielleicht, warum wir es verloren haben. Wenn man jetzt zurückblickt auf das Spiel. Dann hast du eigentlich eine sehr, sehr gute Halbzeit plus gute 60 Minuten im Spiel, 65 Minuten. Ja, du musst natürlich schon 2-3-0 führen. Du gehst mit einer Aufstellung ins Spiel mit Havertz vorne als Stoßstürmer, was, wenn wir das Spiel gewinnen, keiner was sagt vielleicht. Jetzt im Nachhinein mit Müller, Havertz, ich habe mir das aufgeschrieben, Musiala, Kimmich, Gnabry, Rüdiger, Gündogan, Rüdiger, Schlotterbeck, Süle als Rechtsverteidiger, Raum als Linksverteidiger. Muss man einfach mal sagen, gegen Japan verliert dann wirklich, für mich persönlich ist es Süle, der das Spiel verliert mit zwei individuellen Fehlern. Beim ersten Tor stellt er den Raum nicht richtig zu. Ja, da wird der Ball durchgesteckt. Ja, dann schießt er Neuer oder schießt, passt, was auch immer das ist. Neuer lässt abklatschen. Ja, schwieriger Ball. Tor. Das ist das 1-1. Wo man sagt, dass wir das Spiel so ein bisschen aus der Hand geben. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch auch leidenschaftlicher Fußballer ist mit Liebe. Und wenn du halt im Sommer Fußball spielst, ist es halt brutal anstrengend, wenn du 60, 70 Minuten Vollgas gibst und dann so ein bisschen das Spiel kippt. Ja. Und sind alles hochbezahlte Spieler und Profis, das ist richtig, sind aber auch nur Menschen wie wir oder wie du und ich, durchtrainierter. Und mehr Ausdauer, habe trotzdem 70 Minuten gespielt, ja, da ist dann irgendwann auch mal die Kraft weg, was ich auch verstehen kann. Das ist vielleicht auch so ein Thema, warum wir das Spiel verlieren, ja, dass die Japaner mit dem Klima vielleicht ein bisschen besser zurechtkamen als wir. Das soll aber kein Grund sein. Der Grund ist natürlich beim 1-1 das Stellungsspiel von Süle, der den Raum nicht zumacht, wo, ich glaube, es war Goretzka, der seinen Mann im Rücken verliert, da durchgesteckt wird, ja, wo Süle es noch verhindern hätte können, wenn er den Raum zustellt, nach außen den Ball zulässt, weil, merkt euch, der Raum ist wichtiger als der Spieler, ja, in vielen Fällen, nicht immer, aber in vielen Fällen. Gerade wenn du den Ball zentral hast, ja, und Zweier zentral vorm 16er und gesteckt einen Pass durch, ja, da musst du dir einfach den Raum zustellen. Zweite Tor wollen wir gar nicht drüber reden. Ist halt ein langer Ball, Standard, wo Rüdiger und Schlotterbeck auf Abseits spielen und Süle hinten drin steht. Und Schlotterbeck kann da an sich gar nichts mehr machen, finde ich persönlich. Er probiert dann noch halt irgendwas zu machen. Ja, und dann verlierst du das Spiel, legst du zurück. Klar, hättest du auch schon 3-4-0 führen können. Machst deine Chancen nicht. Ja, und so verlierst du. So gehst du rein und verlierst du das Spiel. Ja, was bitter ist. Aber du hast noch zwei Spiele vor der Brust. Und ich fand die Leistung auch gar nicht schlecht.
individuelle Fehler haben dann einfach das Spiel entschieden. Punkt. Ja. Aber so ist der Fußball. Ja. Also man muss auch sagen, auch in dem Spiel hat sich schon abgezeichnet, dass Müller nicht so richtig ins Spiel gefunden hat. Havertz auch nicht, muss ich ehrlich zugeben. Wenn man gegen Japan spielt, hat man sich da ein bisschen mehr erhofft. Dann spielst du gegen Spanien. An sich ist es fast die gleiche Aufstellung. Du spielst halt mit 3 Sechsern, Gündogan, Kimmich und Goretzka. Muss ich ehrlich zugeben. Es war überraschend gut gegen Spanien. Ja, Spanien natürlich auch eine gute Mannschaft. Aber mit ein bisschen Glück gewinnen wir das Spiel. Und das hat mich eigentlich sehr, sehr also guten Mundes. Also ich war da sehr positiv überrascht und dachte mir, okay. Mit dem Punkt und dass Japan gegen Costa Rica verloren hat, sieht es ganz gut aus. Aber du hast halt auch wieder gesehen, dass Thomas Müller irgendwie auch nicht so das Wahre ist. Ja? Das soll alles mit Respekt den Spielern gegenüber. Ja, der Müller hat viel für das Land gemacht. Bei Bayern immer noch einer der besten Spieler mit auf dem Platz, Woche für Woche. Aber in einer Nationalmannschaft ist nochmal ist was anderes. Ja, dann spielst du 1-1, du hast mit Sané, der vielleicht noch das 2-1 machen kann, kurz vor Schluss vielleicht noch die Chance, dann große Points einzusammeln. Ja, mein Englisch ist very good. Und so gehst du halt leider nur mit einem Unentschieden raus. Obwohl vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Wenn ich das Spiel jetzt so sehe, war dort auch Kimmich und die Zentrale. Es war echt, es war gut. Ja, dann hast du gedacht, okay, darauf kannst du aufbauen. Aber wie gesagt, was ich sagen immer noch betiteln möchte, ja, natürlich ein, zwei individuelle Fehler und hier und da ein bisschen. Und du hast halt auch immer gemerkt, für mich Thomas Müller, absoluter Fremdkörper, so ein bisschen von der Mannschaft. Nochmal im Hintergedanke, Müller, einer der besten Spieler, die wir je hatten, wahrscheinlich mit in der Bundesliga und der Nationalmannschaft. Aber jetzt von so, wie wir spielen und so, wie wir Thomas Müller vielleicht bräuchten, ist es einfach nicht mehr möglich gewesen, weil wir mit Gnabry und Musiala, der einzige Lichtblick so ein bisschen war mit Rüdiger, ja, der auch Rüdiger, der einzige Format ist auf Weltklasse, den wir in der Verteidigung haben, muss man ganz klar so sagen. Ja, nichts gegen Raum, relativ solide. Süle für mich eine absolute Vollkatastrophe. Rechtsverteidiger hatten wir ja viele mit Süle, Kehrer, Kimmich dann und dann Klostermann, der dann immer reingeschmissen wurde. Füllkrug hat seinen Job gemacht, er hat das gemacht, für was er auf dem Platz steht, er hat nämlich Tore gemacht. Wenn du jetzt nur die zwei Spiele nimmst, ja, die zwei Spiele und dann sagst, hey, okay, 7 Tore gegen Costa Rica und wir sind so gut wie durch. Ja, Spanien gewinnt 7-0 im ersten Spiel. Das ist möglich, das ist machbar. Was Spanien und Japan da gemacht haben oder auch nicht. Ja, das Problem ist, man sollte nicht immer auf anderen schauen. Es war uns klar, 7 Tore und wir sind safe weiter. Jetzt ist die Frage, wenn ich so in die Einstellung, so ins Spiel gehe, was wir auch gemacht haben, was die auch wollten. Ja, Flick hat ja selber gesagt, am besten 3-4-0. Zur Halbzeit führen, dann verstehe ich nicht, wenn du einen Thomas Müller hast, der statistisch gesehen 0 Torschüsse hat nach 2 Spielen, warum bringe ich dann nicht Füllkrug rein, der 2 Tore gemacht hat in 45 Minuten Spielzeit? Warum, ja, Sané, muss ich sagen, wenn er reinkam, fand ich immer gut. Ein Havertz ist für mich auch einer, den musst du im Mittelfeld platzieren, weil er so viel Spielfreude hat und Ideen hat im Zentrum, dass er vorne verloren ist für mich. Ein Gündogan, ja, der ist ein Weltspieler bei City, ja, weil sie dort ein anderes Beispiel als in der Nationalmannschaft, das ist auch nochmal wieder was komplett anderes. Ja, Nationalmannschaft und Verein ist immer was anderes. Dann gehst du ein Spiel rein mit Musiala, auch wieder Müller vorne, Sané links, ja, dann ist es ja fast wieder Japan, außer dass dann halt noch Sané da ist. Ja, dann gehst du ein Spiel halt mit Costa Rica rein. Mit einem Müller vorne drin, der noch keinen Torschuss gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob er einen Torschuss gegen Costa Rica gemacht hat. Ja, du hast einen Füllkrug auf der Bank. Und willst du Halbzeit 4-0 führen oder 3-0, ja, um dieses Unmögliche vielleicht möglich zu machen und nicht auf andere zu schauen. Und spielst auch wieder natürlich eine gute Halbzeit, wo ich dann halt immer nicht so verstehe, was die Leute oder was denken die sich dort. Ja, wenn ich jetzt Trainer wäre, dann ich sehe doch auch das Spiel, wie es läuft, wie kommt jeder zum Tragen und etc. Ja, und warum bringe ich keinen Moukoko rein, schmeißen einfach rein. Havertz, Gündogan war jetzt auch nicht so, die Macht und so, also war jetzt auch nicht so überragend. Also so viele Sachen, wo ich sage, verstehe ich nicht. Ja, jetzt nur ich als reiner Fußballer von der Logik her, der den Sport ein bisschen versteht. Süle hätte bei mir nicht gespielt, ich hätte einen Ginter reingeschmissen. Du hast einen Adeyemi auf der Bank, du hast einen Julian Brandt auf der Bank. Ja, du hast so viele Leute. Brandt spielt eine überragende Saison bei Dortmund. Ja, ist eigentlich für mich, glaube ich, sogar der beste Mann dort. Da sind dann für mich so Sachen, die ich einfach nicht verstehe, warum ich nicht einfach mal, wenn ich merke, ja, da sind Leute, die funktionieren nicht und ich habe andere super Dinge, also wirklich
Adeyemi, Brand, die kannst du alle reinbringen. Die sind gut im 1 gegen 1, Spielfreude da. Warum ich da nicht einfach dann mal, ja, so diesen Druck von anderen nehme, ja, die ja unter Druck stehen, weil sie es so ein bisschen vermasselt haben gegen Japan und Spanien, da hast du einen Punkt. Ja, die haben ja einen gewissen Druck, Kimmich sagt, der Misserfolg ist mit seinem Namen in der Nationalmannschaft verbunden. Und so einen Leuten einfach mal den Druck nehmen und vielleicht einfach mal sagen, hey, guck mal, Brand, rein mit dir, du hast keinen Druck, sei frei, spiel dein Ding, mach Branddinge, ja. Das frage ich mich, schaut euch Musiala an, Junge, der spielt einfach, der spielt Fußball. Ja, der läuft da rum, macht sich keine Gedanken, der macht einfach das, auf was er Lust hat. Ja, und das macht er sehr, sehr gut. Abschluss natürlich immer ein bisschen Pech. Wenn du so möchtest, wenn du die ganzen drei Spiele siehst, dann siehst du Rüdiger, dann siehst du Musiala, ja, Gnabry teilweise, Sané teilweise und das war's dann. Von den anderen kommt so ein bisschen, ja, gar nichts. Ja, wenn du jetzt die Tore gegen Costa Rica auch wieder siehst, ja, da fasse ich mir an den Kopf, ja, wie man so eine Tore kassieren kann. Und da muss man. Hier lassen wir uns kurz noch zu, ich mache dazu ein Video. Ja, also wenn du die Tore siehst, die wir bekommen, ist es auch schon wieder. Es ist so ein bisschen fraglich, was die Leute denn so. Wenn ich Süle da beim zweiten Tor, da fehlt so ein bisschen die Entschlossenheit, da fehlt ja die Gierheit, kein Tor zu kassieren. Ja, das verstehe ich dann nicht. Viele fragen jetzt, wie geht es weiter, meiner Meinung nach. Fußball ist ein Drecksgeschäft, sage ich euch so, wie es ist. Ja, darum müssen Köpfe räumen in der Hinsicht. Da müssen, ja, Blick muss für mich gehen, Bierhoff muss gehen. Es muss sich neu orientiert werden, um einfach vielleicht einen neuen Anfang zur HMBM. Dann halt warten viele vieles. Nach den letzten zwei Eindrücken von der Nationalmannschaft kann man dann nicht so viel erwarten. Aber ich glaube, wir haben gute Spieler, die sich auch die nächsten Jahre entwickeln kann. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass man im Turnier, wenn man was sieht, und wenn man Hansi Flick ist, der ein super Trainer ist, einfach die falschen Schlüsse zieht und die falschen Spieler einsetzt und sich einfach mal so selber reinversetzt. Also, wie soll ich euch sagen, so Leute reinbringt, wie zum Beispiel bei Adeyemi, Moukoko und Fülko, die einfach keinen Druck spüren, weil die können nichts verlieren. Ja, die schmeißt du rein und dann kannst du sagen, oh, okay, gut, er hat es probiert, bei Kimmich, ja, der ist gebrandmarkt. Ja, Müller. Damals bei der M gegen England, deswegen war auch nicht so die größte WM von ihm, EM gegen England damals. Es sind so Kleinigkeiten, worauf man vielleicht achten müsste, das ist der Job vom Bundestrainer. Es fehlt ein richtiger Sechser, eine richtige Drechser auf dem Platz, der so ähnlich wie Rüdiger halt in der Verteidigung auch mal dazwischen geht, das Team leitet. Für uns ist die WM dann halt auch vorbei und das ist halt so, müssen wir akzeptieren, aber es ist einfach so meine Meinung. Man kann noch viel, viel weiter darauf eingehen, aber ich glaube einfach, damit ist auch schon eigentlich vieles gesagt. Jeder hat jetzt auch eine andere Meinung, ihr könnt gerne eure Meinung gerne kommentieren und reinschreiben, aber ich hätte Bock, sowieso Nationaltrainer zu werden, nein, aber einfach auch zu trainieren, die Jungs einfach, ja, mein Wissen oder mein Spiel, wie ich spielen würde oder so, einfach weiterzuleiten. Ich habe richtig Bock drauf. Aber das ist ein anderes Thema. Ich liebe Fußball. Ja, wir alle lieben Fußball. Und wenn man es dann noch richtig oder gut spielt und nicht immer nur auf Altbekanntes setzt, sondern auch vieles Neues probiert, glaube ich, ist das dann, trägt das auch irgendwie Früchte, weil man dann immer eine gute Mischung hat von allem oder finden kann. Ja, dafür hatten sie auch Zeit vorher. Aber ja, das dazu. Ich hoffe, ihr habt so einen kleinen Einblick, wie ich denke. Sagt mir mal gern, wie ihr denkt, was ihr davon haltet, was mit Flick passieren sollte, was mit Bier passieren sollte. Und ja, ich schaue jetzt nochmal mit Häuschen kurz weiter und dann bis zum nächsten Video. Ciao.